myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Break me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end, I'm realizing I was never meant to fight on my own. Hallo, meine Lieben, willkommen zurück zu Eldaria. Yay! Und es ist gerade die neue Episode raus. Was für ein Scheiß. Ganz wirklich, ich war eigentlich dabei, mit meinem anderen Account noch die fünfte aufzunehmen, aber gestern hat es dann einfach nur noch geleckt, dass ich eigentlich gar nicht mehr zum Aufnehmen kam. Heute habe ich ja auch jetzt nicht mehr so viel Zeit und... Warte, ich muss nochmal abladen. Und ja, jetzt ist die neueste Episode raus, das heißt, nur schnell wieder aufzunehmen und wenig Zeit für mich. Und ja, heute habe ich ja noch einen Termin beim Fitnesscenter. Ja, im Fitnesscenter. Ich wurde gezwungen von TomTom. Also nicht nur ich alleine, sondern er auch mit, dass wir dann halt zusammen mal trainieren. Aber ja, fange ich doch gleich mal an mit Episode 6. Reisevorbereitung. Nun, wo du das Kappe ins Hauptquartier zurückgebracht hast, mach dich direkt bereit für die große Reise ins Jadeland. Ich frage mich, wie es dem Kappa geht. Jo, eine kleine, fette Katze labert mich gleich an. Hallo, Lucy. Erinnerst du dich noch, dass du kürzlich einen Jungen aussuchen durftest, der dein Zimmer gestalten sollte? Ja, und ich frage mich, was dabei rauskommen wird. Ja, und ich bin übrigens sehr zufrieden mit meiner Wahl. Fragen. Im Moment kann ich leider nichts für dich tun, da eine unbekannte Macht mich hindert, den Lauf der Zeit zu beeinflussen. Aber beim nächsten Mal könnte ich deine Entscheidung verändern. Meine Entscheidung verändern? Ja. Ich verfüge über die Gabe, deiner Schicksal zu ändern, wenn du es wünschst. Ach wirklich? Das finde ich einen der anderen Jungen aus, wenn der mir mein Zimmer dekoriert. Wenn du diesen Moment ein weiteres Mal spielst, ja. Aber lass uns die Einzelheiten später besprechen. Okay. Ja. 200 Mana. Paiu. Sehr schön, dann werde ich dich nicht weiter aufhalten und mich einen eigenen Projekten widmen. Was denn für Projekte? Schlafen von der schönsten Sache auf Erden träumen. Oder dann süße Träume. Ja. Fette Katze. Mit seltsamen Klamotten. Die Katze war irgendwie merkwürdig. Egal, es gibt Wichtigeres. Ich werde nach dem Kappa sehen. Ich habe ohnehin nicht viel zu tun. Als ich in den Krankenstation ankam, war sie völlig leer. Abgesehen von dem Kappa, dass ich in einem Bettchen lag und schlief. Es roch immer noch ziemlich streng, aber ich fand es wirklich süß. Ich näherte mich ihm leise und es erwachte. Ich glaube, ich hab den Kleinen gern. Und? Hast du gut geschlafen? Ah! So wie du herumzappelst, nehme ich an, das heißt ja. Ich redete eine Weile mit ihm, als sei es ein Kleinkind. Ich redete eine Weile mit ihm, als hätte ich nichts Besseres zu tun. Oh, du hier? Ja, ich hoffe, es störe nicht. Nein, im Gegenteil. Ich wollte mich nur davon überzeugen, dass es ihm gut geht. Es wirkt ziemlich ruhig. Moment noch. Es ist noch sehr jung. Höchstens ein paar Monate, nehme ich an. Ah, dann ist es also noch ein Kind? Ein Baby eher. Ich frage mich, wie es bis in diese Gegend gekommen ist. Schildkröten können doch schwimmen. Vielleicht über dem Pilzkreis? Vielleicht wurde er von Jägern gefangen? Ja. Es ist schon möglich, aber wer wäre so leichtsinnig, den Zorn der Kappa-Stämme auf sich zu ziehen? Es ist doch viel zu jung, um irgendjemandem von Wert zu sein. In meiner Welt bringt man sogar Baby-Elefanten um. Elefanten? Das ist ein riesiges Tier, sozusagen ein Gefährte, das für seine seltenen Stoßzähne aus Elfenbein gejagt wird. Man tötet diese Tiere, um ihr Elfenbein zu verkaufen? Naja, ja. Wie abscheulich! Ich kann Leute, die Gefährten verletzen, auf den Tod nicht ausstehen. Das sehe ich, sie jagt mir fast ein bisschen Angst ein.
Lass uns das Thema wechseln, okay? Es wäre wohl besser, ja. Aber wo ist denn die Krankenschwester da gerade? Ich weiß nicht, als ich herkam, war niemand hier. Ich stieß ein paar Flüche in einer unbekannten Sprache aus, dann musterte sie den Kleinen und mich. Lucy, würde es dir etwas ausmachen, dich um den Kleinen zu kümmern? Nun ja, er war wach. Ich scheine schon Freundschaft geschlossen zu haben. Keine Sorge, ich passe auf ihn auf. Tut mir leid, aber darauf habe ich keine allzu große Lust. Ja. Danke, damit tust du mir wirklich einen großen Gefallen. Nimm ihn ruhig mit. Ich werde der Verantwortlichen mitteilen, dass es in guten Händen ist. Bei mich oder hat sie mir gerade ein Kompliment gemacht? Ich komme wieder vorbei. Ich komme wieder, sobald alles bereit ist. Also, Eldaria funktioniert schon mal besser als gestern. Da musste ich nämlich nach jedem Dialog neu laden und das war voll nervig. Sieht so aus, als würden du und ich ein wenig Zeit miteinander verbringen. Ah! Ich frage mich, ob ausgewachsene Kappas sprechen können und vor allem, ob sie Wörter lernen können. Der Kleine wirkt auf jeden Fall ganz schön aufgedreht. Ich sollte etwas zum Spielen für ihn finden. Wenn ich nur einen Ratgeber hätte, sowas wie Kappa beschäftigen für Dummies. Ich kümmere mich nicht unbedingt um Kinder, aber gut. Ich hob das Kappa hoch und stellte es vor mich, um darüber nachzudenken, wie ich es beschäftigen könnte. Es begann unverständliche Laute vor sich hin zu brabbeln. Weißt du, das ist nicht gerade hilfreich. Worauf hast du denn Lust, kleine stinkende Schildkröte? Wenn du wirklich glaubst, dass die stinkende Schildkröte dir antwortet, was? Nevra, du lieber Himmel, du hast mich erschreckt. Was machst du hier? Ich glaube nicht, dass dich das etwas angeht, kleine Schnüfflerin. Aber ich suche Verbände und ein paar Heilsalben. Weißt du, wo die Krankenschwester... Oh, jetzt erinnere ich mich. Oh, das war so... Wenn jemand die französische Version spielt, da klang so ein bisschen dieser Dialog zweideutig. Und ich weiß gar nicht, ob der hier auch so zweideutig klang. Nein, als ich hier reinkam, war sie nicht da. Bist du verletzt? Nicht mehr. Nicht ich, aber ein junges Mitglied meiner Garde. Dieses dumme Mädchen hat sich eine Wunde am Bein zugezogen und gedacht, ich würde das Blut nicht riechen. Vielleicht wollte sie dich einfach nicht beunruhigen. Du solltest sie nicht dumm nennen. Was mich beunruhigt, ist die Tatsache, dass gewisse Leute immer noch Dinge vor mir zu verbergen versuchen, um gut dazustehen. Das ist einfach nur dumm. Ich wusste einen provisorischen Verband mit einem Lieblingsschall machen. Ah, darum rennt er hier ohne Schall rum. Oh, stimmt, den trägt er ja gar nicht mehr. Naja, ich hätte nicht erwartet, dass du so zuvorkommen bist. Entschuldige, wenn ich das Zimmer wechsle, aber solltest du nicht das Zimmer dort einrichten? Oh, ich habe wieder auf das Thema. Ja, ich war gerade dabei, als mir klar wurde, was vorgeht. Oh, verstehe, dann tut es mir echt sehr leid. Erst recht leid. Warum? Naja, weil sie sich wegen meines Gehirns verletzt hat? Nein, sie war in der Schmiede. Du hast nichts mit der Sache zu tun, Kleiner. Keine Angst. Aber die Schmiede ist doch nicht in der Nähe meines Zimmers. Wie hat er das auf dieser Entfernung riechen können? Er nahm sich alles, was er brauchte und machte Anstalt zu gehen. Ja, Nebra ist ein Vampir, falls das noch kein aufgefallen ist oder keiner wusste. Was hast du hier eigentlich zu suchen? Ja, das würde ich gerne sagen, aber hier kommt kein Sprach. Ah, ich kam, um den Kappa zu sehen. Und dann hat man mir die Verantwortung für den Kleinen übertragen. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt mit ihm machen soll. Das ist dein Baby. Du solltest es mit den Klassikern probieren. Spazieren gehen, füttern, waschen und all sowas. Oh, stimmt. Das ist keine schlechte Idee. Danke für den Tipp. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich dazu kommen werde, alles zu machen. Also, womit soll ich anfangen? Ich denke, ich muss ihn als erstes mal waschen. Zuerst sollte ich ihn füttern. Ich sollte mit einem Spaziergang beginnen. wir können, glaube ich, alles, soweit ich weiß, machen. Und ich fange mal mit dem Waschen an. Ja,
denn los, Kappa? Jetzt werden wir diesen teuflischen Geruch los. Vielleicht weiß ja einer der Jungs, wo sich die Gemeinschaftsduschen befinden. Vielleicht sollte ich ihm einen Namen geben und nicht immer Kappa zu ihm sagen. Ich beschloss also, mich um das Kappa zu kümmern. Allerdings hatte ich so langsam wirklich genug von dem Wort. Na gut, kleines Kappa, sollen wir einen Namen für dich finden? Was sagst du dazu? Hi! Hast du vielleicht schon einen Namen? Ah! Okay. Gut, dann nennen wir dich Haa! Er nickte und gab ein paar Laute vor sich, die ich noch nicht zuvor gehört hatte und die wohl einen Namen darstellen sollten. Tut mir leid, aber ich habe nichts verstanden und ich fürchte, dein Name ist ein bisschen zu lang für mich. Wäre es okay für dich, wenn ich dir einen anderen Namen geben würde? Ist vielleicht etwas respektlos von mir, aber... Auch ich meinen Satz beenden konnte, fiel er mir um den Hals. Ich nehme an, das heißt ja. Ich schwankte zwischen drei Namen hin und her. Liam, Elliot und Franklin. Der möchte ja lieber Elliot genannt werden. Man nennt ihn sowieso Elliot, aber auch wenn man jetzt irgendwas anderes sagt. Hi! Das scheint dir zu gefallen. Ah, jetzt sagt er auch was. Elliot! Elliot! Dialog schließen. Ach, der kleine Süß. Oh, das sind ja die Mädels. Ich glaube, sie haben mich noch nicht gesehen. Du hast völlig recht, was diese Matratzengeschichte angeht, Miko. Da bietet man ihr ein eigenes Zimmer und sie beklagt sich überall. Das war wirklich nicht in Ordnung. Soll mich oder reden die von mir? Aber hast du nicht auch du sie unterstützt, als sie kam, um deine Matratze zu bitten? Ja, da hast du recht. Ich hätte dich vorher anhören sollen. Tut mir wirklich leid. Sie kam zu mir und hat mir davon erzählt und ich dachte... Ich sollte nicht weiter lauschen. Warte, das kommt noch zuvor. Wow. Jetzt ist das ein bisschen gemein gewesen. Ja, wo ist denn der gute Ezreal mal? Mensch, den will ich auch noch mal ein bisschen nerven. Da ist er ja. Läuft immer noch mit dem Ding rum. Ja, Miko hat mich gebeten, mich seiner anzunehmen und er hat übrigens einen Namen. Ach wirklich? Du hast diesen Teil einen Namen gegeben? Ja, ich wollte es einfach nicht ständig Kappa nennen. Verstehe. Und welchen Namen darf ich, wenn ich fragen darf? Elliot. Das geht ja noch. Hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Was dachtest du denn, wie ich ihn nennen würde? Naja, Kappa... Das ist doch kein Name. Es gibt keinen Grund, ihm einen Namen zu geben. Er ist kein Gefährte. Du wirst ihn nicht behalten. Du hast natürlich recht, Elf. Naja, egal ob ich ihn behalte oder nicht. Ich habe meine Katze ja auch nie Katze genannt. Hat denn niemand einen Kappa als Gefährten? Ist das ein Tier aus deiner Welt? Ja. Wie sieht es aus? Es ist ein Tier mit spitzen Ohren und Schnurrhaaren und eine Menge Fell. Oh, und außerdem schnurrt es. Ich habe dich nicht gebeten, Nilfa zu beschreiben. Schnurrt Nilfa denn? Wenn er ein hübsches Mädchen sieht, schon, ja. Oh shit, der war gut. Weißt du... Du hättest mir auch einfach sagen können, sie sehen aus wie Purekos, Ezreal. Er sprach mit hoher, piepsiger Stimme. Was? Okay, das will ich jetzt erstmal noch machen. Sie sehen aus wie Purekos, Ezreal. Oh Gott, ich weiß ja nicht, wie ein Junge Mädchen imitieren soll. Er sprach mit einer hohen, piepsigen Stimme, zweifellos, um mich zu imitieren. Und zu deiner Information, ich weiß, was eine Katze ist. Und warum hast du mir dann die Frage gestellt? Oh Gott, ich möchte ihn gerade gerne hauen. Ich finde es unterhaltsam, wenn du in Erklärungsnot gerätst. Ach, der macht mich noch irre. Oh Gott. Ich habe dich nicht gebeten, der war zu beschämt. Der war jetzt wirklich gut. Ach. Die beiden. Ah,
Der schon wieder. Du solltest keine Bindung aufbauen. Bindung aufbauen, wozu? Diesem Ding. Azrael. Verzeihung, Madame. Zu Elliot. Warum sollte ich keine Bindung zu ihm aufbauen? Er ist ein Kappa. Ja und? Nur mal so aus Neugier. Was weißt du eigentlich über Kappas? Dass sie nicht aus dieser Gegend hier stammen. Ich weiß, ich war dabei, als Miku es dir erklärt hat. Ja, aber du hast nicht gefragt, was ich weiß. Und das ist alles? Ja, das ist alles. Ich sehe, du weißt schon eine ganze Menge über die Viecher, außer das Allerwichtigste. Du darfst ihnen nicht trauen. Also mal davon abgesehen, dass ich mich von Elliot verabschieden muss, sobald wir ins Dorf erreichten, sehe ich keinen Grund, weshalb ich keine Bindung zu ihm aufbauen sollte. Hat niemand mit dir über das Wesen der Kappas gesprochen? Nein, ich für meinen Teil finde es ziemlich nett. Kappas sind boshafte Kreaturen, über die Massen boshaft sogar. Was soll das heißen? Die locken Kinder zu Seeufern oder an Stränden. Die naiven Kleinen nähern sich dem Wasser. Anfangs sehen sie nur ihr eigenes Spiegelbild. Doch plötzlich erscheint das Gesicht des Kappas und er schneidet Grimassen, um sie zum Lachen zu bringen. Alles harmlos bis... Platsch! Das Kappa sie ins Wasser zerrt und sie ertränkt. Sehr witzig. Sag mal, das ist echt blöd, oder? Nein, ich schwöre dir, dass es die Wahrheit ist. Du willst mir tatsächlich weismachen, dass Miku mich zu einem Stamm schickt, der kleine Kinder ertränkt? Ich glaube, dieser Stamm ist eine Ausnahme. Zumindest hoffe ich das. Musstest du mir das wirklich erzählen? Es ist schade, ich hatte gerade begonnen, dich zu mögen. Azrael, lass stecken. Jetzt wird er rot. Kannst du irgendwo vermerken, dass deine Honigration an mich gehen sollte? Bitte. Du bist echt unglaublich. Ich gehe jetzt. Ja, Hauptsache den Honig. Lebe wohl. Ja, ich möchte ihn gerade wirklich hauen. Nee, mal ohne Witz. Wo ist das? Blöde. Kann ich schon ins Zimmer? Nein, es ist natürlich. Vorsicht! Bäm! Mist, ich bin niemand zusammengestoßen. Doch auf klein. Auf den Kleinen auf, Lucy. Oh, ihm ist nichts passiert, keine Sorge. Du solltest besser verhindern, dass er das. Dass er Wasser lässt. Wie war das Wasser lassen? Ja, das Wasser auf seinen Kopf. Aber was passiert denn, wenn er es dann verschüttet? Ich glaube, für mich heißt Wasser lassen etwas anderes als für dich. Nein, nicht das, was du denkst. Er braucht keine Windel. Kappas sind von klein auf Blumen rein. Hätte mich auch gewundert, deshalb war ich etwas verwirrt eben. Also was passiert denn, wenn er Wasser verliert? Das Wasser, das Kappa auf dem Haupt trägt, ist eine Lebensenergie. Wenn er diese jemals verliert, wird er sehr schwach. Deshalb ist es ein gängiger Trick, sich von einem Kappa zu verbeugen, wenn man angegriffen wird. Wieso denn das? Weil sie sehr höflich Kreaturen sind. Und? Das Kappa wird sich vor dir verneigen, um dich zu grüßen und hops, sein Wasser verschütten. Wenn es dann geschwächt ist, kannst du es entweder angreifen oder fliehen. Ich sah zu Ayo, der sich einen Spaß darauf machte, im Kreis um uns herumzurennen. Ich glaube, es würde mich gar nicht stören, wenn er etwas weniger aktiv wäre. Das ist ein Baby, aber trotzdem ziemlich anstrengend. Er würde dadurch nur geschwächt. Er würde sterben, das habe ich nicht gemeint. Was? Aber wieso? Also nee, ich hätte es umgedreht lesen müssen. Oh, ich bin immer daran gewohnt, von rechts nach links, weil ich Mangas lese. Ja, also. Wie schon gesagt, es ist ihre Lebensenergie. Und während die ausgewachsenen Kappas stark genug sind, den Verlust auszuhalten, sind die Kleinen es nicht. Verstehe. Du wirkst plötzlich so bedrückt. Ja, mir ist gerade klar, dass ich wohl besser auf ihn hätte Acht geben müssen. Das ist doch eine ziemlich traurige Angelegenheit.
Du wirst plötzlich so, ja, was nehme ich denn? Ich muss besser Acht geben. Er hätte schon bei so vielen Gelegenheiten Wasser verschütten können. Du hast das nicht gewusst? Hä? Ist das jetzt hochgegangen, oder? Ja, es ist tatsächlich hochgegangen. Also Leute, das war jetzt ziemlich Zufall. Ich finde, Balkon ist irgendwie sehr schwer. Also mir ist auch schwer, der Ball ist auch schwer. Ich finde alle mega schwer, aber irgendwie finde ich Balkon noch am schwierigsten. Ja, wo sind denn jetzt hier die Duschen? Na, eigentlich weiß ich, dass man mit Alagea dann hier den kleinen, bei den Dingen badet. Aber wenn das nicht kommt, dann weiß ich auch nicht, wo. Nee. Elliot rannte davon und klammerte sich an Chicas Bein fest, um sie zu knuddeln. Ah, lass mich los! Oh, dieser Gestank! Oh, verehrte Ahnen, womit habe ich das verdient? Du solltest ihn beschäftigen, vielleicht hört er dann auf, mir an den Zehen zu hängen. Genau das versuche ich ja gerade zu tun. Wusstest du das, dass Kappa gerne Shogi spielen? Shogi spielen? Er hier trug eine Augenbraue und sah Chica eindringlich an. Shogi? Shogi, das ist ein Brettspiel, normalerweise für zwei Spieler. Und worum geht es da genau? Nun ja, es gibt verschiedene Spielsteine, man abwechselnd an der Reihe und versucht, den König des anderen anzufangen. Also eigentlich wie Schach? Lass mich nachdenken, Schach, 64 Kästchen, halb so viele Figuren. Sie rieb sich an den Kinn und starrte in die Luft, als krame sie ihren Gedächtnis. Ein Bauer kann sich in König und Königin oder Läufer verwandeln, stimmt. Da habe ich in einem Buch gelesen. Ja, es ist ganz ähnlich. Allerdings glaube ich, dass eine geschlagene Figur beim Schach endgültig tot ist. Die darf nicht vom Sieger weiterverwendet werden. Stimmt, genau. Also ja, es ist fast das gleiche mit ein paar kleinen Abweichungen. Das ist alles? Im Großen und Ganzen ja. Was ist los? Ja, du hast das so ratzefratz heruntergerattet. Ich dachte, du lässt mir etwas genau. Ich versuche mich auf das Wesentliche zu beschränken. Das ist seltsam. Man hat mir gesagt, dass ich zu viel rede. Wer denn? Sie ging, ohne mir zu verraten, wer es gewesen war. Ja gut, dann... Dann halt nicht, ne? Und mein Vertrauter ist wieder zurück. Den lasse ich jetzt auch erstmal noch da, bis ich Fahrt beende. Alagea. Was tust du hier? Ich beschäftige Elliot. Wie genau willst du ihn denn beschäftigen? Ich wollte ihn waschen. Und wo wolltest du ihn waschen? Naja, hier muss doch irgendwo Duschen geben, oder? Du bist ja ganz schön optimistisch. Was meinst du? Trotzdem werden sie dich das dann niemals mit der Dusche nehmen lassen. Nicht auf die Gefahr hin, dass er unsere Wäsche verpestet. Okay. Jetzt bist du ratlos, gib's zu. Ja, ich kenne mich ja gar nicht aus. Wasch ihn im Brunnenpark. Wo ist das? Beim zentralen Pavillon. Stört das auch niemanden? Nein, wir baden fast alle unsere Gefährten dort oder am Strand. Und keiner beschwert sich? Wir haben noch keinen Schönheitssalon für Gefährten, also nein. Na gut, dann vielen Dank. Hey, Lucy. Er warf mir ein altes Handtuch zu. Zum Trocknen, aber denk daran, es ist mir zurückzugeben. Sauber. Vergiss außerdem nicht, etwas Seife zu kaufen, sonst geht der Gestank nicht weg. Du hast recht, danke nochmal. Seife? Okay, hier gibt's Seife. Stopp. Ist hier echt Seife? Oder muss ich das in der, Ach doch, Seife.
Alter, ihr seid teuer. Denn Ezio meinte, der Brunnen sei hier. Das geht schon, ich habe alles, was ich brauche, um das Körper zu waschen. Oh, wie schön es hier ist. Ich habe irgendwie Skrupel, einen so hübschen Ort zu verschmutzen. Ist das deine Gefährtin? Der ist ja so süß. Ah, nein, das ist dein Kappa. Ein Kappa? Davon habe ich noch nie gehört. Was für ein Gefährte ist das denn? Was kann er? Nein, nein, du verstehst es nicht. Er ist ein Kappa, kein Gefährte. Wirklich? Ich kenne Kappas gar nicht. Ich kannte sie vorher auch noch nicht. Es sind Wassergeister. Was hattest du mit ihm vor? Ich wollte ihn baden. Also er hat mir gesagt, man könnte... So wie du guckst, hat er sich wohl einen Scherz mit mir erlaubt. Nein, er hat dir die Wahrheit gesagt. So kenne ich ihn gar nicht. Oh, super, dann ist ja alles gut. Sag mal, Lucy. Ja? Kann ich dir helfen? Ja, aber sicher. Oh, danke. Wir setzen den Kleinen ins Wasser und er planschte fröhlich herum. Mit aller Jays Hilfe kam mir diese Aufgabe erfreulich einfach vor. Während ich ihn hielt, seifte sie ihn ein. Die Seife duftete wirklich gut und ich hoffe inständig, dass sie den scheußlichen Gestank des Körpers überdecken möge. Es ist wirklich nett von dir, dass du mir hilfst. Keine Ursache, es kommt nicht oft vor, dass die Leute mir vertrauen. Warum denn? Ständig passieren mir irgendwelche Missgeschicke. Ich bin wirklich ein Tollpatsch. Sag das sowas nicht. Vielleicht nehmen sie nie... sich die Leute einfach nicht genug Zeit, es dir richtig zu erklären? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber wenn es doch wahr ist, alle sagen das. Du musst es aber nicht glauben, du warst mir doch bei hier eine Hilfe und sogar eine große. Denkst du das wirklich? Wenn ich es doch sage. Du bist wirklich unglaublich nett. Sie fiel mir um den Hals, ohne Rücksicht auf den Kleinen zu nehmen. Oh mein Gott. Oh Mann, Gott sei Dank bist du nicht hingefallen. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn er sein Wasser verschüttet hätte. Plumps, hingefallen. Voll süß. Ja, plumps. Alagee nahm das Handtuch und wickelte den Kleinen darin ein. Sich um ihn kümmern zu dürfen, schien sie unheimlich zu freuen. Eine Weile unterhielten wir uns über Gott und die Welt, vor allem eigentlich über Meerjungfrauen. Und wie ist es bei dir? Triffst du da oft Meerjungfrauen? Nein, nie. In meiner Welt sind Meerjungfrauen Fabelwesen. Dann hast du also schon oft von uns gehört. Mit Beinen, wie du welche hast? Nein, noch nie, außer in der kleinen Meerjungfrau. Wer ist das? Das ist der Titel einer sehr bekannten Erzählung. Worum geht es da? Naja, um eine junge Meerjungfrau, die ihren Fischschwanz gegen Bein eintauscht, um bei ihrem Geliebten sein zu können. Wie geht es aus? Es gibt verschiedene Versionen, manche enden gut, andere eher schlecht. Und welche Version gefällt dir am besten? Die, in der sie sich beschließt, sich in... Meeresgesicht zu verwandeln, statt den Mann zu töten, den sie liebt. Die, in der sie den Prinzen heiratet, die Fortsetzung mit ihrer Tochter ist zwar nur mittelmäßig, aber wenigstens geht es gut aus. Ja, das wäre jetzt Ariel, oder? Es wäre halt original, glaube ich, Grimm oder so. Alter, tötet sie sich ja, glaube ich. Ja. Aber der Prinz ist doch ein Mensch. Wie konnten sie dann ein Kind zeugen? Sie hat ihren Fischschwanz für ihn aufgegeben. Von da an lebte sie nicht länger im Wasser, sondern am Land. Oh, wie ich also. Das Leben am Land ist so viel besser als im Ozean. Magst du denn das Wasser nicht? Das verstehe ich nicht. Ich hasse es nicht, aber Wasser und ich, das ist einfach keine gute Kombination. Aber Meerjungfrauen sind doch Wassergeister, oder nicht? Das ist doch komisch. Entschuldige, wenn ich nachhake, aber das scheint mir dermaßen paradox. Es hat persönliche Gründe. Verzeih mir, ich werde nicht weiter bohren. Oder? Ist doch nicht schlimm.
Und dann, ich werde mal eine neue Beschäftigung für das kleine Monster finden, nur wo es trocken ist. Wicklick und danke nochmal, dass ich die Zeit mit dir verbringen durfte. Also gut, wir haben noch einiges zu erledigen. Ha! Na, da du sauber bist, gehen wir etwas essen. Na, da du sauber bist, gehen wir spazieren. Ja, dann essen wir was. Ich frage mich, ob Kero schon alle Lebensmittel in der Speisekammer verräumt hat. Ich sollte zurück in die Bibliothek. Dann mache ich hier jetzt erstmal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.